Einen wunderschönen guten Abend oder Tag oder was auch immer bei euch ist. Euer Smoker Player wieder hier für euch und diesmal wieder mit einem Tutorial, Guide und Tipps Video. Und ja, wir haben ja schon einige Teile abgeklärt und abgesprochen und ja, hoffentlich verständlich erklärt. Und heute wollen wir über die Themen Stadt und Gilde gehen. Ja, diese zwei Dinge sind natürlich sehr wichtig, auch im späteren Spielverlauf. Und jeder Anfänger sollte zumindest die Stadt und die Gilde verstehen, warum das so wichtig ist. Und da gehen wir einfach mal in die Stadt, würde ich sagen. Und hier haben wir auch schon die ersten zwei wichtigen Symbole. Einmal das Helfen der Gildenmitglieder beim Upgraden von irgendwelchen Gestellen, Ressourcenbehältern oder Ladenerweiterungen und so weiter. Die grüne Hilfe hier ist kostenfrei, die kostet euch gar nichts. Also immer fleißig einfach ja, Hilfe klicken. Beziehungsweise allen helfen. Dann braucht ihr nicht jeden einzelnen anklicken. Machen wir hier. Ihr könnt natürlich eure Diamanten opfern. Ihr bezahlt etwas weniger Diamanten als der, ja, Behälterbesitzer oder Gestellbesitzer für die restliche Zeit. Ist aber mehr für später, wenn wirklich nicht mehr viel zu tun ist oder ihr euch gegenseitig schnell pushen wollt. Dann könnt ihr natürlich hier noch eure Diamanten für investieren. Gibt euch auch diese sogenannten Gildenmünzen. Hier oben rechts sind die 16.498, die ich derzeit habe. Das Helfen eurer Gildenmitglieder, sowohl das normale als auch das mit den Diamanten, gibt euch diese zu einem kleinen Teil. Und ja, das wäre erstmal der erste Button. Der zweite hier vorne sind Gesuche. Das wäre ja ein Gesuch in der Gilde, also an Items oder Ressourcen. Bestimmte ja, Materialien, die ihr einfach anfordern könnt. Und das funktioniert im Prinzip so, ihr könnt hier auf ein Feld gehen und dann hier unten Gildengesuch erstellen drücken. Eine Auflistung maximal und das innerhalb von 24 Stunden. Das heißt, sollte die erfüllt werden, habt ihr 24 Stunden lang dieses Gesuch drin. Brecht ihr es ab, müsst ihr 24 Stunden warten, bis ihr das nächste machen könnt. Oder ihr kriegt es erfüllt und müsst dann trotzdem 24. Was ihr anfordert, ist natürlich euch überlassen, ob es jetzt Items sind, Elemente, Geiststeine, Komponenten, Mondsteine, Runensteine oder sogar Truhen. Das müsst ihr ganz selber wissen, was ihr da von euren Gildenmitgliedern bekommen könnt. Dazu ist natürlich empfohlen, im Gildenchat zu fragen: Hör mal, ich bräuchte das und das, hat das zufälligerweise jemand? Oder ihr fordert es einfach an oder auf gut Glück kriegt ihr es erfüllt. Der zweite Button wäre hier dementsprechend der Hilfe-Button oder das ja, Putzen, wie ich es gerne nenne. Ihr geht auf in ein Geschäft von euren Gildenmitgliedern sozusagen rein und hier sind entweder schmutzige Gestelle oder ne, die Haustüre müssen mal ein bisschen gepflegt werden. Könnt hier oben einfach Dauerklicken, bis ja, der springt dann sozusagen von einem Gestell zum nächsten. Und putzt diese dann fertig. Oder ihr klickt halt separat hier unten auf die dementsprechenden Putzsymbole. Ne? Und dann halt wieder hier hin. Und dann wieder da drauf. Oder ihr klickt halt da, wo das Symbol vorher gewesen ist. Einfach wieder drauf die ganze Zeit und spammt an dieser einen Stelle. Als Belohnung fürs ja, Helfen eurer Gildenmitglieder bekommt ihr Münzen. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass zwischendurch Gildenmitglieder in euren Laden kommen. Und ja. Euch helfen und laufen dann an Gestellen oder an euren Haustieren vorbei und wirbeln da ein bisschen Staub auf. Genau das ist das, was ihr hier macht. Ihr geht in euren Laden und putzt dort und dafür bekommt ihr Gildenmünzen. Und diejenigen, die dann die Hilfe bekommen haben, bekommen sozusagen eine kostenfreie Energie, die sie dann verwenden können. In eurem Laden taucht dann hier ein Gildenmitglied auf. Mit dem Energiesymbol, mit dem roten schönen Blitz, den könnt ihr annehmen und dann läuft er hier im Laden, putzt und schmeißt euch ein bisschen Energie entgegen, die ihr dann nutzen könnt. Das wären so die zwei Symbole, die halt wichtig sind. Einmal das Helfen selbstverständlich. Die Hilfen können 5 Spieler pro Gestell geben. Das heißt, ne, von 20 Mitspielern, die da helfen können, müssten 5 ausreichen, also 5 reichen aus, weil nur 5 Hilfen so kostenfrei möglich sind pro Upgrade. Das heißt, ihr habt nicht nur 5 für alles verfügbar, sondern
Für jedes Upgrade, was ihr startet, habt ihr 5 Gildenhilfen und das nimmt euch natürlich auch beim Upgraden etwas Zeit weg. Das heißt, jede Hilfe nimmt 10% Zeit weg und bei 5 Hilfen dann 50%. Das heißt, die Hälfte schon mal weniger an Zeit, die ihr warten müsst, bis das Upgrade fertig ist. Ja, da wir da die Stadt hier haben, die verschiedenen Gebäude habt ihr schon hier fleißig schon gesehen. Einige sind freigeschaltet, einige bei euch nicht. Ihr könnt, wie gesagt, auf die verschiedenen Gebäude klicken. Sind sie noch nicht freigeschaltet, steht hier, was ihr machen müsst in dem unteren Bereich. Gewisse Arbeiter auf ein gewisses Level bringen, also in der Stadt. Oder andere Sachen, die dann benötigt werden. Und dann könnt ihr die auch dann mit einem Goldpreis sozusagen das Gebäude erstellen bzw. freischalten. Die wichtigsten Gebäude machen wir auf jeden Fall in einem anderen Video. Hier seht ihr einfach mal, was die Stadt oder welche Gebäude in der Stadt sind. Ihr könnt euch die, wie gesagt, einzeln anschauen. Und einige Gebäude sind halt, wie gesagt, für Ressourcenregeneration. Das hatten wir schon einmal in einem Video. Die anderen Gebäude sind nicht für Ressourcenregeneration, sondern halt hier die Arbeiter. Desto höher hier das Level ist, desto höher kann der Arbeiter aufsteigen im Level. Wenn ihr also craftet, bekommt ihr XP für den Gegenstand und der Arbeiter dementsprechend halt auch Erfahrungspunkte. Und diese Erfahrungspunkte sammelt er dann, steigt Level auf und dadurch wird die Craftzeit, die ihr benötigt, um einen Gegenstand fertigzustellen, den ihr erstellen wollt, craften wollt, bauen wollt, wie auch immer man es nennen möchte, braucht dann immer weniger Zeit, desto höher das Level ist. Das sind dann die roten Gebäude, die haben alle, oder roter Hintergrund, sagen wir mal. Das sind alles Arbeiter und diese Arbeiter können halt freigeschaltet und gelevelt werden, indem ihr Sachen für diese craftet. Wo ihr diese Items findet, die speziell zu diesem Gebäude gehören, zeige ich euch auch gleich. Die blauen Gebäude sind wie gesagt Ressourcen, die roten Arbeiter und die goldenen oder gelben Gebäude sind sogenannte Spezialgebäude. Das Rathaus wäre einmal wichtig für die Kapazität eurer Gilde von Mitgliedern her. Das heißt, wenn ihr das Level unter 17 seid, habt ihr noch nicht die vollen 20 Mitglieder und dementsprechend ist das mit das wichtigste Gebäude, das Rathaus. Ab Stufe 18 bzw. darüber bis Stufe 20 gibt es dann sogenannte Ruhmstufen-Erweiterungen. Diese Ruhmstufe, da komme ich auch gleich zu, ist wichtig damit, dass ihr Gilden-Ruhmpunkte sammeln könnt und diese für Gildenvorteile verwendet. Ja, die nächsten drei Gebäude sind auch natürlich Spezialgebäude, hier in Gelb hinterlegt. Das wäre einmal der Trainingsraum, damit steigen das Maximallevel eurer Helden an. Dementsprechend desto höher, desto besser. Auf Stufe 17 habt ihr die Möglichkeit, eure Helden auf Stufe 35 zu leveln und damit auch die vierte Fähigkeit eurer Helden freizuschalten. Wenn denn verfügbar. Bei den verschiedenen Klassen. Die nächsten beiden sind im Prinzip für Quests gut. Die Schenke gibt mehr Komponenten bei den verschiedenen Quests, desto höher die ist. Und das Gasthaus reduziert die Ausruhzeit der Quest Helden und Champions. Dementsprechend bei verschiedenen Quests, je nachdem welches Level. Hier seht ihr das Symbol für den Düsterturmgipfel, müsste das sein. Und hier ist dann halt dementsprechend die Reduktion. Und jetzt im Moment habe ich 90% Ausruhzeit. Und ihr seht es jetzt nicht, aber hier unten steht in grün 75%. Das heißt, wenn das Level jetzt aufsteigen würde, würde ich jetzt nochmal ein paar Prozente weniger Zeit brauchen, bis der Held oder der Champion wieder verfügbar ist für die nächste Quest. Das sind so die drei wichtigsten, also Spezialgebäude, die blauen, wie gesagt, Ressourcengebäude und die roten Arbeitergebäude. Wir kommen nun zur Gilde. Und dementsprechend sind wir hier in einem Überblickbereich, wo der Gildenname steht, der Rang der Gilde in der Bestenliste und natürlich die Mitgliederanzahl, ob diese voll ist oder nicht. Rechts oben seht ihr das Eigenkapital der Gilde. Damit ist gemeint, alles, was investiert wurde in die Stadt von jedem Mitglied, wird zusammengerechnet und das ergibt das Eigenkapital der Gilde.
Ja, hier habt ihr natürlich eure einzelnen Mitglieder, die könnt ihr natürlich auch einzeln anklicken und ein paar Infos sehen. Könnt ihr durchspammen mit den Pfeiltasten, wenn ihr auf dem PC spielt, könnt ihr diese auch dann durchklicken, ohne die Maus zu nutzen. Und ja, wir haben hier unten natürlich auch die Möglichkeit, erstmal eine Gilde zu finden oder zu erstellen. Dementsprechend können wir hier mit der Lupe erstmal eine Gilde erstellen für einen selbst, wenn man selber eine Gilde eröffnen möchte. Oder wir suchen nach einem bestimmten Gildennamen in der Nähe. Wir können auch nach Spielern suchen, falls wir einen Kumpel haben oder jemanden im Chat kennengelernt haben, der uns sagt, wir können ja mal einfach die Gilde anschauen. Können wir hier den Namen eingeben. Einladungen bekommt ihr hier, wenn ihr eingeladen werdet. Es sei denn, ihr habt Einladungen ignorieren, dann dementsprechend halt nicht. Das heißt, wenn ihr eine Einladung von der Gilde habt, dann findet ihr unter diesem Punkt die Einladung. Ja, wenn ihr euch jetzt den Chat einmal anschaut, könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen, okay, dieser Mircinio hat uns jetzt gesagt, hör mal, wir können der Gilde gerne joinen. Da können wir uns die auch erstmal anschauen. Wir können aufs Profil gehen und können hier auf die Gildeninfo gehen. Das heißt, wir sehen dann, okay, der ist jetzt hier schon mal in Saint Guild. Das würde jetzt hier oben rechts unter dem roten Kreuz sein. Ich bin da mit der Kamera etwas drüber. Aber hier unten ist dann die Gildeninfo. Hier können wir dann sagen, okay, wir möchten den in meine Gilde einladen oder wir möchten seine Gilde besuchen und uns einfach mal anschauen. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal die Gebäudeauflistung. Okay, welches Level hat das Gebäude der verschiedenen, ja, Gebäude halt einfach. Und welches Max-Level zum Beispiel haben gerade die Helden, die Schmiede, welche Arbeiterstufe kann der Arbeiter maximal erreichen in dieser Gilde. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ich möchte jetzt hier auch nichts zu der Gilde sagen. Es ist einfach nur zur reinen Information. Ist jetzt auch, wie gesagt, ganz random einfach jemand genommen, der gerade im Chat gewesen ist. Und hier seht ihr nochmal die Gildenvorteile, wofür wir ja den Ruhm benötigen, wovon ich vorhin gesprochen habe, beim Rathaus, ne? Und hier können wir ja Verbesserungen uns anschauen, die die Gilde schon freigeschaltet hat. Dementsprechend hier Stufe 4 Schub, Stufe 4 Schub, Stufe 5 Schub und verschiedenste Lagerkapazitäten, mehr Energie für jedes Gestell und so weiter. Zeige ich aber auch gleich noch genauer. Die Gebäude sind wir durchgegangen und natürlich verschiedene Mitglieder können wir uns auch noch mal anschauen. In welchem Bereich die sich befinden, gibt es vielleicht noch Neulinge in der Gilde und so weiter. Und hier können wir einfach mal die Zusammenfassung sehen, was der derzeitige Favorit ist, die Mindeststufe, die vom Gildenmeister oder den Offizieren festgelegt wurde, die dann zum Joinen der Gilde festgelegt ist und der Zustand der Gilde, ob man jetzt nur per Einladung reinkommt oder einfach so joinen kann. Und hier sieht man nochmal den Rang und halt das Eigenkapital der Gilde. So könnt ihr also auch dann dementsprechend Leute aus dem Chat einladen. Profil, wenn ihr eure eigene Gilde habt oder Offizier seid und die Rechte dazu habt, unter Gildeninfo in die Gilde einladen, ne? Falls das jemand fragt. Jetzt kam auch schon häufiger die Frage, wie verlasse ich denn meine Gilde, beziehungsweise wie kann ich die Gilde verlassen, die ich jetzt nicht mehr haben möchte. Sinnvoll ist es erstmal nicht. Das habe ich euch gesagt. Jeder Vorteil, den die Stadt bringt, geht euch dann verloren. Alleine könnt ihr die Gebäudelevel nicht halten. Dementsprechend der einzige Weg, wie ihr die Gilde jetzt verlassen könntet, wäre, indem ihr eine neue beitretet. Das heißt, ihr sucht euch eine Empfehlung, eine Gilde raus. Ne? XY, guckt, welche offen ist und schmeißt euch da rein. Die leichteste Variante ist, schreibt im globalen Chat hier oben, der globale Chat, das ist der Gildenchat. Und das sind einfach normale Aktivitäten, wer in eurer Gilde online gekommen ist oder was erledigt. Hier oben, wie gesagt, der globale Chat. Schreibt einfach rein, hör mal, ich suche eine Gilde. Hat hier noch jemand Platz? Und dann könnt ihr euch, wie gesagt, einfach so die Gilden mal anschauen. Ne? Gildeninfo, Gilde besuchen. Ob es für euch das wert ist, könnt ihr Gilden, ja, Gebäudelevel sozusagen ein wenig vergleichen. Die Mitglieder, ob die aktiv sind, ne, wenn da schon welche drin sind, die 10 Tage offline sind, bringt es euch ja auch nichts. Dementsprechend, ja, der einzige Weg, eine Gilde zu verlassen, ist entweder sich eine eigene zu erstellen oder einer neuen beizutreten.
Dann haben wir das auch schon abgehakt. Hier findet ihr nochmal die Platzierung eurer Gilde, je nach Kategorie. Die Hilfefunktion, die wir vorhin in der Stadt hatten, haben wir hier auch nochmal aufgeführt. Genauso wie die Gildengesuche. Freundschaft ist, ja, im Prinzip semi-wichtig bis ist okay. Die Freundschaftsstufe entscheidet, wie viel Energie ihr beim Putzen von einem Mitglied bekommt. Das heißt, Papa zum Beispiel kommt jetzt bei mir in den Laden und putzt für mich meine Regale. Der bringt mir dann zusätzlich, dadurch, dass die Stufe halt von unserem Freundschaftslevel sehr groß ist, oder Endstufe beziehungsweise, schon mal 265 Energie on top, einfach mit, also zusätzlich. Müssten so knapp 800 Energie sein. Und ja, das ist die Freundschaftsstufe, die steigt halt, indem ihr den Leuten beim Putzen helft. Oder den Leuten, ja, einmal täglich gibt es ja Geschenke, die man den Gildenmitgliedern machen kann. Da kann man halt die speziellen Namen dann auswählen. Man hat Auswahlmöglichkeiten von 3 Mitgliedern und dementsprechend, ja, kann man die einzelnen dann leveln. Ich bin auch noch nicht fertig, ich habe da auch noch genug zu tun, von daher wird mit der Zeit aufgefüllt. Ja, das Freundschaftslevel ist dafür noch entscheidend. Wenn die Freundschaftsstufe Level, also Stufe 10 erreicht hat, könnt ihr den Leuten mit Diamanten helfen, Gebäude abzuschließen bzw. Verbesserungen abzuschließen. Das ist das Einzige, was halt noch so eine Hintergrund ist. Wenn ihr das noch nicht könnt, dann habt ihr noch die Gilden- oder Freundschaftsstufe noch nicht erreicht. Und ja, hier sieht man nochmal, was der Freundschaftsstufe bringt. Ne? Plus 5 Energie pro erreichter Stufe. Stufe kann man, wie gesagt, erhöhen durch das Geschenk, das tägliche, durch das Putzen und durch die Diamanten abschließen. Dadurch kriegt ihr ja auch nochmal, ja, den Freundschaftsbonus und Gildenmünzen. Nun kommen wir zu den Prämien. Und das hat dann mit den Ruhmpunkten zu tun, die das Rathaus zum Beispiel auf Stufe 18, 19 und 20 nochmal erhöht. Was damit gemeint ist, ist einfach, dass man noch mehr Punkte sammeln kann und dadurch noch eine größere Belohnung bekommt. Wenn ihr Stufe 17 oder darunter seid, seid ihr bei Stufe 10 gekappt. Das heißt, ihr bekommt 1000 Punkte pro Woche maximal, wenn ihr denn die Pokale erreicht. Wir sind jetzt Stufe 18 von dem Rathaus her und haben dadurch eine Stufe mehr freigeschaltet und haben dadurch Stufe 11. Es gibt also noch 2 weitere und insgesamt habt ihr dann eine Endbelohnung von 1350 Ruhmpunkten. Ihr könnt dann bei dem Ruhm noch zusätzlich sehen, als Beitragende, wer von unserer Gilde hat denn die meisten Punkte gemacht oder Pokale gemacht oder welche Leute waren vielleicht inaktiv oder haben gar nichts gemacht. Hier seht ihr nochmal die groben Infos, die könnt ihr euch auch nochmal durchlesen, ganz in Ruhe. Und ja, die Prämientafel, habe ich ja schon gesagt, das sind Aufgaben, oder habe ich noch nicht gesagt? Ist egal. Das sind Aufgaben, die ihr erfüllen könnt und je nachdem bekommt ihr einen Pokal, 2 Pokale oder 3 Pokale. Die 3 Pokalaufgaben sind natürlich schwerer als die 1 Pokalaufgaben, dementsprechend wenn ihr viele schnelle machen wollt, die 1er-Pokale, habt ihr nicht so viel Zeit, wollt lieber das auf eine lange Bahn, sage ich mal, schieben, könnt ihr auch oder habt Zeit und könnt auch eine 3er-Pokal-Quest machen, müsst ihr selber entscheiden, welche Variante ihr macht. Ne? Es sollen halt solche kleinen Aufgaben sein. Die nicht gold hinterlegten oder gelb hinterlegten sind halt normale Aufgaben, die eigentlich so gut wie jeder erledigen kann. Wie gesagt, für 3, 2 oder 1 Pokal. Für jeweils einen Pokal bekommt ihr 5 Gildenmünzen. Das heißt, beim ersten Pokal 5, beim zweiten Pokal 10 und dann verdoppelt sich das, dann kriegt ihr nochmal 20 beim dritten Pokal. Also insgesamt 20, wenn ihr 3 Pokalaufgaben macht, kriegt ihr nochmal Gildenmünzen extra. Nur damit man mal weiß, dass man halt auch zusätzlich noch Gildenmünzen bekommt und nicht nur diese Pokale. Ja, zu den Aufgaben hier, die Gold hinterlegten sind halt, sag ich mal, Spezialaufgaben. Wer sich schon ein bisschen damit befasst hat, fertige Armbrust gehört zu einem, ja, kaufbaren Paket. Das heißt, nur die Leute oder Spieler, die dieses Paket gekauft haben, könnten diese Aufgabe überhaupt erst erfüllen, weil die Free-to-Play-Spieler gar nicht dieses Paket hätten und dementsprechend auch keine Armbrüste craften können.
Gleichermaßen gibt es aber auch Aufgaben, wo dann dabei steht, einen Gegenstand zu beschleunigen mit Edelsteinen. Das heißt, alle anderen Aufgaben, diese normalen, sind immer ohne Diamanten, ohne irgendwelchen Aufwand, sag ich mal, ne, etwas craften, Questen erfüllen, Rabattier bestimmte Itemsstufen, Bezuschlage bestimmte Itemsstufen und so weiter. Und so Goldhinterlegte können halt auch sein, craft ein bestimmtes Paket-Item, helf einem Gildenmitglied mit Diamanten, öffne eine Truhe mit Diamanten oder mehrere, ne, je nach Schwierigkeit, oder beschleunige halt dementsprechend Gegenstände, die ihr craftet, könnt ihr mit Energie abschließen oder mit Diamanten. Das ist damit gemeint, ne? Und dementsprechend, ja, die Aufgaben erfüllen, desto mehr Pokale gesammelt werden, desto größer hinterher die Belohnung für die Ruhmpunkte. Die Ruhmpunkte, da komme ich jetzt zu, und zwar die Gildenvorteile. Diese können freigeschaltet werden durch diese Ruhmpunkte, die ihr nur einmal die Woche bekommt. Dadurch ist es so wichtig, dass jeder die Aufgaben macht und natürlich auch dementsprechend dazu beiträgt, dass diese Gildenvorteile freigeschaltet werden. Denn sehr gut wichtig und auch vorteilhaft sind diese Gildenvorteile auf jeden Fall. Dementsprechend die Gildenstufe. Man braucht halt die Gildenstufe, um gewisse Punkte freizuschalten. Das heißt, wenn ich jetzt hier nach ganz unten gehe bei mir, ich brauche hier zum Beispiel, um diese Aufwertung freizuschalten, Gildenstufe 139. Und so ist das halt Ganze komplett aufgebaut. Gildenstufe, um die nächsten möglichen Upgrades freizuschalten. Hier haben wir nochmal mehr Aufgaben, die ihr erledigen könnt für die Prämientafel. Die Ablenkzeit eures Gildenfavoriten wird verringert. Das heißt, bei uns ist es jetzt auf eine Stunde. Also wir haben es ja maximal. Also können wir den Favoriten jede Stunde einmal ändern, wenn wir wollten. Die Kapazität der Ressourcenbehälter wird erhöht, also die Max-Kapazität. Dann haben wir die Max-Energie wird erhöht bei den verschiedenen Gestellen. Ne? Dementsprechend auch super, dass man da mehr Energie bekommt. Der Koffer, also die Truhe, die Lagerkapazität wird erhöht und die Komponenten, also Quest-Ressourcen, werden die Lagerkapazität auch nochmal erhöht. Und damit kommen wir zu den Fertigungsschüben, also den, ja, Boosts, wie man sie gerne nennt. Davon gibt es 4 Stück und sind hier drüber, ja, zu sehen, ob sie noch aktiv sind. Wenn man der Guildmeister oder Offizier sind, hier kostet das dann dementsprechend auch Ruhmpunkte. Und es gab mal die Zeit, da musste man diese Vorteile auf 5 machen, damit diese volle Bonus dabei ist. Das ist nicht mehr so, egal auf welcher, ne, es kann auch nur ein Balken hier über sein von der Zeit her. Der Bonus ist jetzt der gleiche. Es wurde mal geändert. Dementsprechend braucht ihr euch keine Gedanken machen, selbst wenn ihr da nur einmal die Punkte investiert, ihr habt den kompletten Bonus, den ihr freigeschaltet habt. Ne, ihr habt ja hier die verschiedenen Stufen von den Schüben. Dementsprechend einmal draufklicken und ihr habt den Schub dann auch freigeschaltet. Und dann erscheint er hier oben. Ja, das können wir natürlich mit allen machen. Und in der kompletten Woche diese Schübe komplett aufrecht zu erhalten, kostet insgesamt 350 Ruhmpunkte. Das heißt, damit wirklich dauerhaft diese Schübe laufen. Also 350 Punkte gehen schon mal dauerhaft für diese Schübe weg. Es gibt auch natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ja, wir machen jetzt keine Schübe, sondern leveln dadurch die Vorteile schneller. Die Schübe sind aber schon gar nicht so schlecht. Gerade im Anfang und mittleren Bereich sind die Schübe so gut. Fertigungsgeschwindigkeit, Ressourcen, Regenerierung, also ihr bekommt schneller eure Ressourcen zum Craften. Festen- und Ruhegeschwindigkeit, also das Ausruhen, das geht schneller. Und ihr bekommt natürlich mehr Erfahrung durch alle Quellen. Ne, beim Verkaufen von den Champions und Helden, die auf Questen gehen, ihr bekommt mehr Erfahrung. Deswegen, also diese dauerhaft laufen zu lassen, ist schon sinnvoll. Ich hatte noch keine Möglichkeit, irgendwie auch nur einen Sinn darin zu sehen, diese Schübe nicht laufen zu haben, zumindest in der kompletten Gilde. Für einen selber, ich bin jetzt nicht der größte Crafter, das heißt, Ressourcenregeneration bräuchte ich nicht. Also für mich muss dieser Boost nicht laufen, aber für einen meiner Gildenmitglieder bestimmt. Wir sind ja insgesamt 20 Leute, von daher einer
von diesen Boosts wird jeder nutzen. Und wenn es nur der XP-Boost ist. Oder die Quest-Ausruhzeit. Ne, deswegen Boosts eigentlich immer laufen lassen, weil irgendeiner der Gilde braucht diese Boosts immer. Die anderen Vorteile könnt ihr euch gerne hier einmal durchlesen. Wenn dazu Fragen sind, gerne melden. Im Discord stehe ich natürlich zur Verfügung. Soweit habe ich dann die Gildenschübe und natürlich auch die Gildenvorteile erklärt und wie man diese bekommt. Durch die erfüllten Prämien, Pokale machen, die Bereiche erfüllen, sage ich mal, und dann dadurch die Endbelohnung am Ende der Woche einkassieren, beziehungsweise montags. Punkte, dann wollte ich euch zeigen. Ach ja, genau. Und zwar, wie ihr bei den Arbeitern, also ihr könnt natürlich, schönes Angebot, hier in der Stadt auf Charaktere klicken oder ob ihr das jetzt in eurem Shop macht, auf Charaktere klicken könnt ihr euch aussuchen. Hier gibt es den Reiter Arbeiter und ihr könnt dann euren Arbeiter sehen, welches Level er hat, ob er noch leveln kann, ob er ein höheres Gebäudelevel braucht und da natürlich auch sehen, welche viel Prozente der Arbeiter derzeit auf die Fertigungsgeschwindigkeit gibt. Und hier oben rechts stehen Entwürfe. Da könnt ihr alle Rezepte sehen, wo dieser Arbeiter beteiligt ist und dementsprechend auch Erfahrungspunkte bekommt. Ja. Welches natürlich jetzt sinnvoll ist zu craften, um den zu leveln, das kommt immer darauf an, auf welcher Stufe ihr euch befindet und wie schnell ihr es machen wollt oder ob sie nur nebenbei ist. Dementsprechend sucht euch eins aus, was nicht zu kompliziert zu craften ist. Es gibt ja Items, die haben gewisse Vorgaben zum Beispiel, ne? Ein anderes Item zum Beispiel, was dafür benötigt wird, um das an eine Item, gewünschte Item zu craften. Deswegen darauf, wenn da Interesse besteht, mache ich gerne auch nochmal ein Video. Aber so könnt ihr erstmal herausfinden, wie ihr überhaupt, mit welchen Items ihr die levelt. Und wo ihr sie sehen könnt und nachschlagen könnt. Und damit sind wir soweit mit den Gildenvorteilen fertig. Ihr könnt natürlich jetzt hier auch noch die gesammelten Trophäen sehen von den Prämien. Das sind so Kleinigkeiten, wo man es halt dann nachschauen kann. Die Gilde hat noch einen gewissen Punkt in den Gebäuden selbst. Könnt ihr hier auf Investoren gehen. Da seht ihr eure kompletten Gildenmitglieder und wie viel sie investiert haben an der Summe her. Und natürlich den Namen mit den Investitionen. Wenn von Ticks die Rede ist, dann meint man eine Investition. Also, im Beispiel jetzt hier, ich habe 1235 Ticks. Also ich habe 1235 mal in dieses Gebäude investiert. Mit mal meine ich aber, ihr könnt ja hier 87 mal investieren. Das heißt, ihr habt 87 mal jetzt investiert. Und ein Tick wäre dann im Prinzip genau das, nämlich einmal. Eine Summe dann dementsprechend investieren. Macht ihr es zweimal, kostet es halt euch das Doppelte. Beziehungsweise gibt es da auch Bereiche, wo es dann halt nochmal ansteigt. Bleibt ja nicht immer sehr günstig. Und das wäre dann auch schon die Erklärung: Investitionen gleich Ticks. Von der Anzahl her, die Summe steht halt direkt rechts daneben. Und die Gesamtzahl von den Investitionen steht hier rechts. Und wenn irgendjemand im Chat schreibt, so und so viel G-Invest gefordert bei der Gildensuche und so weiter, meint er damit Milliarden. Nur damit ihr es mal gehört habt. Damit haben wir die Gilde, die Gebäude und so weiter erstmal fertig, damit ihr die gesehen habt. Wichtig vielleicht noch zu wissen ist, wenn man jetzt von allen Mitgliedern die gleiche Anzahl nehmen würde, um das Gebäude auf Maximum zu machen, vom Level her, alle Gebäude, bis auf zwei, haben von der maximalen Anzahl, sage ich mal, 1235. Natürlich könnt ihr weiter investieren, um den kleineren, die Arbeit ein bisschen leichter zu machen, aber hätte jeder von den 20 Mitgliedern in der Gilde 1235 Ticks,
In allen Gebäuden, bis auf zwei, wären die Gebäude Maximum. Das ist also die Anzahl, die ihr braucht an Ticks in jedem Gebäude, nur für später. Die kriegt man nicht sofort, das ist eine Schweinereiarbeit, wenn man es mal so sagen darf. Ne? Dauert, und wer in dem Spiel Spaß hat, der setzt sich halt verschiedene Ziele und macht da ein Gebäude nach dem anderen vielleicht fertig oder investiert gleichmäßig mit den Gildenmitgliedern zusammen und habt einfach Spaß dabei. Die zwei ausgenommenen Gebäude sind die Schenke und das Gasthaus, und diese haben eine Max-Investitionstickzahl. Ihr könnt weiter investieren, ihr könnt über die 1050 hinausgehen, aber wenn jeder Spieler diese 1050 in diesen zwei Gebäuden hätte, wären die beiden Maximum. Und alle anderen Gebäude 1235. Gut, wir sind soweit mit der Gilde so gut wie fertig. Wir haben noch den Bereich Glücksbeutel. Und zwar haben wir ja immer die ganze Zeit jetzt Gildenmünzen bekommen fürs Helfen, fürs Putzen und fürs Diamanten der Erfüllen oder Beschleunigen der Upgrades von unseren Gildenmitgliedern. Und fürs Prämienmachen haben wir auch die ganzen Münzen bekommen. Diese können wir natürlich nutzen für das Öffnen von Glücksbeutel. Es gibt hier drei verschiedene. Und ich öffne euch jetzt einfach mal 7 Stück und 3 verschiedene. Wenn ihr genau wissen wollt, was an einem dieser Beutelchen drin sein kann, ja, es können verschiedene Sachen drin sein, gerade Champion-Münzen. Wenn ihr da spezielle Champion-Münzen sucht, die sind in jeweils den Beuteln verschieden. Das heißt, wenn ihr einen bestimmten Champion leveln wollt, wäre es sinnvoller, einen bestimmten Beutel zu öffnen. Nur als kleiner Tipp. Bestimmte Sachen sind natürlich bei allen gleich, aber wenn da Interesse besteht, dann könnt ihr gerne mich anschreiben, beziehungsweise im Discord die Infoseiten durchstöbern. Da ist definitiv ein Link. Die kann ich euch da raussuchen, beziehungsweise könnt ihr auch finden. Wir öffnen jetzt hier mit 100 Punkten einen Beutel. Und wir nehmen jetzt hier den blauen. Wir haben jetzt Widerstandssamen bekommen. Und dann wird uns gezeigt, was hätten wir bekommen, wenn wir die anderen Beutel geöffnet hätten. Manchmal sehen wir schon, was da drin ist. Und ärgern uns, dass wir nicht den anderen Beutel genommen haben. Wir gehen jetzt einfach mal nach der Reihe. Jetzt haben wir hier einen Kraftschub bekommen. Es kann vieles drin sein. Von goldenen Schriftrollen, blaue Schriftrollen, Champion-Münzen, XP-Schübe, XP-Tränke, Kraftschübe, Kompasse oder auch die verschiedenen Samen und Phönixfedern, Ausdauertränke. Ne? Also einiges, was da zu finden ist. Es können sogar Diamanten drin sein. Schlüssel von Truhen, Komponenten geht auch, also Ressourcen. Wir klicken uns jetzt hier einfach mal eben durch. Ne? Hier seht ihr blaue Schriftrollen, Questressourcen. Einfach mal als Beispiel gehen wir hier bis zum Ende. Reparaturkits gibt es auch. Nicht, dass wir die auch vergessen. Runensteine, die hier sind schon mal Champion-Münzen. So, dann haben wir hier jetzt Ausdauertrank bekommen. Goldene Schriftrollen leider nicht gekriegt, aber naja, hätten auch Diamanten sein können. So, jetzt kommen wir hier zu einem Spezialglücksbeutel mit einem Sternchen drauf. Und der ist im Prinzip noch etwas Besonderes. Der kann nochmal so ein kleines bisschen extra an Ressourcen geben. Gibt halt anstatt 3 Münzen, 5 Münzen. Ist halt nochmal so ein kleines on top, ne, dass man halt 7 Stücke ineinander geöffnet hat. Hier sind anstatt 5 Schriftrollen jetzt 10. Ärgerlich, dass ich sie nicht bekommen habe. Aber Champion-Münzen sind auch okay. Ne, also ihr könnt hier die Glücksbeutel öffnen. Und da bekommt ihr auch natürlich eure Deko-Truhen raus, die mit ein bisschen Glück da drin sein können. Das wären einmal die Glücksbeutel, wie man seine Gildenmünzen verwenden kann. Die andere Variante ist, wenn ihr eure Ressourcen leer habt, und wir gehen mal davon aus, dass wir jetzt irgendeine Ressource gerade nicht zur Verfügung haben, dann könnten wir dementsprechend mit Gildenmünzen auffüllen. Ich versuche das gerade mal zu simulieren. Dich nicht, dich können wir einlagern. Ich hoffe, das geht jetzt gerade. Nein, dich nicht. Wir nehmen dich.
So. Und genau, da ist das Fenster. Wir können jetzt hier mit Gildenmünzen den Behälter auffüllen und bekommen dadurch dann dementsprechend eine Anzahl an Ressourcen. Das können wir natürlich für jede Ressource machen, die leer ist. Kostet aber, wie gesagt, jedes Mal Gildenmünzen. Wir können die Behälter natürlich auch mit Diamanten auffüllen. Was man nicht unbedingt tun sollte, wenn man nicht gerade genug Diamanten hat. Dementsprechend, dafür sind Gildenmünzen da. Dafür können die verwendet werden für die Glücksbeutel oder halt zum Ressourcen auffüllen. Gerade in Events vielleicht auch mal ein paar Punkte mehr zu machen, zum Beispiel beim Craften. Ganz sinnvoll. Gut, wir sind ja schon lange dran. Es ist schon länger geworden, als ich eigentlich dachte. Und wenn ich was vergessen habe, sagt mir Bescheid. Und wenn noch Fragen sind, meldet euch bei mir im Discord oder bei mir im Stream. Link ist damit in der Beschreibung. Und ich hoffe, es hilft euch auf jeden Fall. Gebt mir einen Daumen hoch und so weiter. Den ganzen Quatsch kennt ihr ja mittlerweile von vielen YouTube-Videos. Damit ich auch weiß, dass es euch gefällt und ich weitermachen soll. Ich wünsche euch was, wie immer. Euer Smoker Player. Ciao.